Ja, hallo. Und wir gehen gleich weiter. Wir gehen gleich weiter. Wir sollen ja in den VIP-Bereich kommen. Wir wurden ja eingeladen. Auf Kaffee und Kuchen. Und hier ist sogar noch der rote Teppich ausgerollt. Da ist er. Okay. Okay. Dann wird er uns ja gleich was erzählen. Emilia, ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass sie das WIP-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin! Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt Ach, es das das ist kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein! Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Super. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aha. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Super. Und nu? Ah. Tür geöffnet? Halbleiter Gold. Ja, ich denke mal, auch du wirst nicht mitkommen. Super. Oh. Schick. Schick, schick. Schlafblock. Und noch einer. Hallo. Sieht ja schick aus, der VIP-Bereich so. Hätte ja sein können, der lag da gerade mal wieder so. Bisschen auffällig. Alle anderen greifen einen an. Was ist mit dir? So schlimm siehst du doch gar nicht aus. Steh auf. Komm mit. Ja, wir müssen da lang, aber ich gucke mal, was man hier so alles noch, ne? Aufnehmen kann. Oh. Guckt euch das an, Freunde. Guckt euch das an. Hier fehlt nur noch ein Fernseher. Die Musik. Ein Textlog. Ja.
Super. Die Musik wurde gerade schon wieder anders. Anders. So, wir gehen nochmal hier rüber. Gut, hier sieht das alles ein bisschen... Das ist noch eine Kiste. Oh, oh, oh. Okay. Noch eine Kiste. Credits sind gut. Anzug Level 5. Wartet. So, und hier drüben war ich auch noch nicht drin. Audiolog, hören wir uns den mal an. Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Gut. Ich hab schon gedacht, der hört gar nicht wieder auf. Speichern brauchen wir jetzt nicht. Oh, 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 oh. Shuttle-Bereich. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Hä? Ich soll warten? Warum habe ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl? Testzündung des Shuttle-Antriebs. Was für ein Ding? Fangen wir jetzt an zu quatschen? Ja, super. So einer wieder. Na, herrlich. Und ich habe noch nicht mal mehr Stase. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich was im Gepäck habe.
Noch einer, oder wie? Naja, da gehe ich ja mal raus. Das wird doch ein bisschen... ich habe keine Stase. Jo, er haut ab. Cool. Sollte ich hier nicht warten? Wolltest du nicht kommen? Ich weiß es auch nicht. Wohin, wohin, wohin? Ich soll hier rein? Ja. Ich warte doch hier schon. Boah, es war mir klar. Tja, ich weiß im Moment leider nicht, was ich wirklich machen soll. Er kommt auf jeden Fall. Vielleicht, ich habe da mal eine Idee, dass ich den hier hinter irgendwie, weil der braucht ja dann doch eine Weile. Und dann vielleicht durch diese Probezündung, totale Zerstückelung und jetzt hinter. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Muss ich natürlich beeilen. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Ich bin ja teilweise ein schlaues Kerlchen. Was? Funktionieren. Es ist noch nicht bitte zu spät, warten? Das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Ablockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ja, habe ich doch schon. Druckhalterung gelöst. Bitte warten. Aufgabe erfüllt. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia, bald werden wir ihn nach Hause bringen. Wie zum Flight Deck? Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Ja, warum nimmt denn der mich nicht mit? Verstehe ich nicht. Der nimmt mich einfach nicht mit. Und ich renne jetzt hinterher, oder wie? Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen.
Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Aha. Den im Moment auch nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr in der menschlichen Form. Ich glaube nicht, dass sich da irgendetwas... Dass der in verwandelter Form vielleicht nochmal wiederkommt? Hm, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich ärgere mich immer noch darüber, dass der einfach ohne uns abgeflogen ist. Also... So, wir werden hier auch gleich erstmal wieder speichern und eine kleine Pause einlegen. Bis dann. Tschüss.